der Klinik am Südring. 2016 sind bundesweit fast 400.000 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. 3.200 Personen verunglückten sogar tödlich. In der Notaufnahme staunen Assistenzarzt Frederik Seehauser und seine Kollegen nicht schlecht, als plötzlich ein kleines Mädchen mit einer unfassbaren Geschichte auftaucht. Hallo! Hi! Dein Papa, wer bist du denn? Die Maria. Die Maria und weiter? Richter. Maria Richter und dein Papa hatte einen Unfall. Ja. Wie ein Unfall? Auto. Ein Autounfall? Und jetzt bist du ganz alleine hierher gekommen. Kalt ist dir auch. Ja, ein Autounfall. Sag mal, ist das hier in der Nähe passiert? Ja. Ich schau mal kurz raus. Komm erst mal. Steffi, vor der Tür, hier ist aber nichts, ne? Aber sie sagt hier irgendwo hier in der Nähe muss das sein. Der Papa heißt auch Richter. Ja. Und der von Joachim Richter. Wusstest du da mal? Ich war so frei und hab ja, gesagt, super. Aber sag mal, Maria ist der Name, ne? Maria Richter. Sag mal, kommt ihr aus Köln? Ja, wir wohnen hier. Ihr wohnt in Köln. Köln, Joachim Richter, genau, anrufen, Leitstelle. Am besten noch mal gucken, das machen wir aber gleich drin noch mal. Wo wart ihr denn? Und welche Straße, wo wohnst du? Weiß ich nicht, bist du ganz aufgeregt, ne? Ach Mensch, wollen wir mal in den Showcom gehen am besten? Ja. Ne? Nimmst du sie mal mit? Bist du ein kleines Einhorn? Ja. Nimm sie mal am besten mit. Komm mal mit. Also, Carola, handelt es sich jetzt ja hier um ein Kind als Patientin? Haben wir einen diensthabenden Pädiater hier? Ja, der Dr. Becker ist gerade im Behandlungsraum. Soll ich ihn Bescheid sagen? Den hole ich da einfach raus. Ich nehme den gleich einfach direkt mit. Ein Autounfall kann lebensgefährliche innere Verletzungen zur Folge haben. Deswegen bittet Frederik Seehauser den diensthabenden Kinderarzt Dr. Georg Becker, sich das Mädchen sofort anzuschauen. Maria, darf ich dich denn mal ein bisschen untersuchen? Ja? Okay. Ich habe noch eine kleine Frage. Warum bist du denn so schick? Warst du auf einer Party? Ich war auf dem Geburtstag von meiner Freundin. Ach so. Und weißt du denn, wo der war? Nein. So. Ich gehe mal kurz nach vorne und gleich bin ich wieder bei dir. Ja, solange sind die Ärzte da, okay? Ja? Ich sag mal eben vorne. Hast du im Moment Angst, Maria? Ein bisschen? Okay. Dein Blutdruck ist aber ganz in Ordnung. Ich würde jetzt gerne mal kurz dein Herz abhören und die Lunge. Ja, es tut nicht weh. Ui, hast du gesehen? Nee. Ist eine ziemliche Gottmarke. Auch so eine richtige Prellmarke. Mhm. Sag mal, warst du angeschnallt bei dem Autounfall? Kann das sein, dass hier so ein Riemen lang geht? So, jetzt, wir gucken, das ist ein ganz dünnes Kostüm. Schnauf mal ganz tief ein und aus. Wenn ein Fahrzeug ab einer bestimmten Geschwindigkeit plötzlich bremsen muss oder es sonst wie zu einem Stopp kommt, dann drücken die Gurte natürlich in das Gewebe der Haut und es bleiben so kleine Mikroblutungen als Folge, die man als Gurtmale dann auch auf der Haut sehen kann. Sag mal, so ganz super fit bist du nicht, oder doch? Dann wie erzähl gesagt, mal. Ein bisschen belastet. Ja, erzähl mal, was so los war die letzte Zeit. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ja. Halsschmerzen? Okay. Dankeschön. Bitte. So, jetzt machst du mal bitte den Mund ganz weit auf. Super, leg den Kopf so ein bisschen zurück. Toll, machst du das? Okay, es ist schon deutlich gerötet. Nee, aber die Lymphknoten sind palpabel. Stefanie, darf ich das mal eben abgeben? Könntest du dich so ein bisschen weiter aufrichten nach vorne? Ich will dich einfach noch mal ganz generell untersuchen. Weißt du, ich komme aus einer anderen Fachrichtung, da interessieren wir uns immer für andere Körperteile. Du hast ja gesagt, im Unfall. Hast du Kopfschmerzen so ein bisschen, wenn ich so mache? Nee, gar nichts. Wenn ich hier drücke, tut nichts weh. Also die Atmung ist top, ja? Ja. Leg dich noch mal ein bisschen zurück, Maria. Schau mal, Georg, eine Sache. Ja. Oder auch Steffi. Ja. Da steht nämlich auch Maria Richter drin. Das ist eine Telefonnummer. Wenn wir hier mal noch mal, vielleicht das der Carola noch mal sagen. Schnell zur Rezeption, ja, okay, dann ist es wahrscheinlich leichter, den Vater zu finden. Ja, kann ich machen. Sag mal, jetzt untersuche ich dich erst zu Ende und dann frage ich noch was zu deinem Papa, ja? Pass mal auf. So, ich muss jetzt mal so ein bisschen hochheben, ne? Es tut nicht weh. Und du sagst mir jetzt, ob es hier irgendwo so richtig weh tut oder nicht. Mhm. Nicht. Gut. Darf ich einmal? Ich würde trotzdem gerne gleich wegen der Prellmarken Ultraschall machen. Ja, ich würde sagen, ich mache Ultraschall fertig. Dann darf ich damit dran? Ich mache dir auch dein Kostüm. Pass mal auf, Maria. Dein Papa, der ist Auto gefahren. Habe ich das richtig verstanden vorhin? Ja. Ja, und was ist dann passiert? Der ist mit dem Kopf aufs Lenkrad. Und ist es ihm dabei so schlecht gegangen? Ja.
Nein. Und war da vorher irgendwas bei deinem Papa? Ja, der hatte ein bisschen Fieber und so. Noch mal lauter, ich habe dich nicht verstanden. Der hatte oft ein bisschen Fieber. Oft ein bisschen Fieber? Wie eine Erkältung? Ja. Ging's ihm schlecht? Mhm. Okay. Wenn du auf die Seite kommen Danke, willst. Ja, ich möchte lieber von dieser Seite. Bei der körperlichen Untersuchung von Maria war ich natürlich gezwungen, durch die Gurtmarken auch den Bauch zu untersuchen. Denn über dem Bauch spannt ja der Gurt auch. In seltenen Fällen kann es dabei zu Verletzungen kommen. Bei ihr war der Bauch eigentlich weich. Ich habe zur Sicherheit dann einen Ultraschall durchgeführt und erlebte meine Überraschung. Noch mal ganz tief Luft holen, bitte. Ganz tief, Maria. Super. Aber die Milz ist eine Kannst du mal freezen? Zu groß. Die Milz zeigte ganz eindeutig einen nicht mit dem Unfall in Zusammenhang stehenden Vergrößerungstrend. Das heißt, sie war nicht massiv geschwollen, sie war nicht bedrohlich geschwollen, aber sie hat eine Reaktion des Immunsystems zweifelsfrei belegt. Passt das so zu deinen Erkältungen, die du die letzte Zeit hattest? Hat es da auch immer schon so ein bisschen gedrückt? Darf ich mal ganz kurz was einwerfen? Ja. Die Carola hat gerade Bescheid gesagt. Ja. Hör mal, kleine Maus, deine Mama kommt gleich. Die konnten wir erreichen. Und die konnte auch sagen, wo ihr genau wart. Und du musst dir nicht so doll Sorgen um den Papa machen, weil die Polizei jetzt genau in dem Bereich nachschaut. Und dann werden die den gleich finden und dann wahrscheinlich mal auch kurz, Frederik, bringen, machst du die Blutabnahme oder Stefan? Nee, Stefan. Und hol mich einfach wieder, wenn ihr mich noch mal braucht. Ja, ich habe noch etwas Zeit. Hast du dir schon? Hallo, liebe Mama Richter, mein Name. Guten Tag. Maria. Schatz. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Okay, wunderbar. Das ist genau. Die Maria ist auf jeden Fall eine kleine Heldin, das kann man ganz klar sagen. Becker, ich bin der Kinderarzt, der heute Dienst hat. Ihrer Tochter geht es soweit gut. Sie hat ein kleines Gurttrauma an der Schulter. Der Bauch ist weich, aber wir haben jetzt schon eine Braunüle gelegt. Es werden einige Blutwerte bestimmt. Sie sagt, vielleicht können Sie uns da noch mal weiterhelfen, dass sie schon eine gewisse Zeit lang so angeschlagen ist. Aber vorab, wo ist mein Mann? Da kam jetzt gerade Informationen. Setzen Sie sich am besten erst mal hin. Ja. Ich glaube, die Informationen, die müssen erst mal verdauen. Ja. Nehmen Sie ruhig mal die Hand von einem Kind. Ja, Das hat das Ganze wohl auch mitbekommen. Also kam gerade die Info rein. Mhm. Geht um Folgendes. War wohl doch ein Autounfall, wurde gefunden. Leitschleiter hat Bescheid gesagt, ist auf dem Weg zu uns hier auch. Wie schlimm? Die hat das so toll gemacht. Weiß ich nicht. Maria hat eine ausgesprochen vernünftige Reaktion für ein 7-jähriges Mädchen bewiesen. Ich war völlig überrascht, dass sie alleine den Weg in die Klinik gefunden hat und auch sehr darum bemüht war, möglichst schnell Hilfe für ihren Vater herbeizuschaffen, obwohl sie selber verletzt war. Also eine tolle Leistung für so ein kleines Mädchen. Während die 7-Jährige beim Röntgen ist, trifft endlich auch ihr Vater in der Klinik ein. Schon bald soll sich zeigen, dass der Autounfall längst nicht das größte Problem ist. Ich habe nur die Kopfplatzwunde gefunden, oben frontal an der Stirn. Okay. Und rechts waren ein paar Splitter vom Autoglas. Ich habe aber die Augen waren in Ordnung. Ich habe nichts gesehen, ich habe reingeleuchtet. Die Pupillen waren beidseits isochor. Super. Blut habt ihr auch schon abgenommen? Habe ich auch schon abgenommen, habe ich einstecken. Zusätzlich habe ich beim Bodycheck noch so einen etwas auffälligen Hautausschlag gefunden, den ich nicht ganz zuordnen konnte. Den können wir uns gleich gemeinsam machen. Genau, willst du den dann nochmal nach dem Lagern so habe ich da hingelegt. Ja, einmal kurz um. Ja, das Auto vom Herrn Richter lag in einem Straßengraben, eigentlich so uneinsichtig, dass wir, wenn wir nicht speziell danach gesucht hätten, es nicht gefunden hätten. Beim Eintreffen beim Herrn Richter lag der Richter bewusstlos im Auto, über das Lenkrad gebeugt, noch angeschnallt, hatte aber schon das Bewusstsein verloren und hat nur noch oberflächlich geatmet, sodass ich mich dann noch entschieden habe, ihn dort zu intubieren. Noch ist unklar, wie es um den 34-Jährigen steht. Erste Hinweise soll eine Computertomographie liefern. Doch unabhängig davon bereiten die auffälligen Hautveränderungen den Ärzten Sorge. Wir können ruhig langsam hinterhergehen. Ja. Das ist alles in dem Sinne schon tragisch genug. Okay. Eigenartig sind aber diese kleinen Einblutungen, die hat, beziehungsweise das, was man jetzt sehen kann am Körper, was so wie Kratzerythema aussieht, was nicht vom Kratzen her kommt. Da ist jetzt die Frage, woher kommt das, was ist das, was hat zu dem Unfall geführt? Ja? Okay. Gab es hier kardiale Vorerkrankungen? Mein Problem ist eher, woher kommt das? Ist der Unfall verursacht worden durch eine Erkrankung oder, hat der Unfall eine Erkrankung hier ausgelöst? Das ist für mich gerade wichtig. Der Ausschlag war dahingehend sehr interessant, dass es sich eigentlich nicht richtig um einen Ausschlag gehandelt hat. Der Patient wies nach Befragung der Frau keinerlei Allergien oder Ähnliches auf. Denn hier war es kein Ausschlag oder Kratzerytheme, denn es waren eigentlich mehr kleine Einblutungen. Ja, und dass Einblutungen nicht von ungefähr kommen und einen entscheidenden Hinweis für die Erkrankung des Mannes geben sollten, das sollte ich ja später herausfinden.
Die radiologischen Untersuchungen geben Entwarnung. Allerdings wurde der Vater in ein künstliches Koma versetzt und auf die Intensivstation verlegt, wo er sich bei gedimmtem Licht erholen soll. Ja, ihr Mann befindet sich hier auf der Intensivstation. Das hat den Hintergrund, natürlich nach diesem Verkehrsunfall, die Blessuren sind relativ, in Anführungszeichen, relativ glimpflich, ja? Nachdem wir überhaupt nicht wissen konnten, was passiert ist. Leider kann er sich immer noch nicht mitteilen. Sie sehen, ich hatte Ihnen das erklärt, er ist immer noch schutzintubiert, das heißt, er wird künstlich beatmet. Eigenartig waren ja für uns diese kleinen Einblutungen, die wir da gesehen haben. Also wir haben das als Kratzeritheme, Ausschlag immer wieder bezeichnet. Wir nennen das Ganze Kryoglobuliämie. Kompliziertes Wort, ja. Brauchen Sie sich auch nicht merken. Okay. Bedeutet aber, es kommt hier zu einer Verklumpung bzw. eine Konstruktion, eine Zusammenführung der Gefäße. Okay. Das ist eine Krankheit, ja, die ist ausgelöst worden oder bzw. ein Symptom einer anderen Krankheit. Das ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. In dem Fall Ihres Ehemanns handelt es sich dabei um pfeiferisches Drüsenfieber. Aha, pfeiferisches Drüsenfieber. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das wird häufig mal beim Kindergarten oder Einschulung erzählt. Ja, das ist mir jetzt letztens noch, habe ich an der Kindergartentür gelesen. Genau. Ein Junge hatte das gehabt. Aber wie kann mein Mann das bekommen? Ja. Weil ich hole sie ja nur ab, die... Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben ja auch noch Ihre Tochter auch noch getestet gehabt, denn auch die hatte diese Grippesymptomatik, diese grippeähnlichen Symptome, ähnlich wie Sie das auch bei Ihrem Mann beschrieben haben. Okay. Und es ist halt so gewesen, dass Ihre Tochter sich höchstwahrscheinlich angesteckt hat mit einem pfeiferischen Drüsenfieber. Das Problem ist, bei Kindern verläuft das pfeiferische Drüsenfieber meistens oder in vielen Fällen symptomfrei. Okay. Und das Symptom, was eben Ihr Mann gezeigt hat, das heißt diese Kryoglobuliämie, die wir auch visuell wahrnehmen können, ja, die hat leider dazu geführt, dass es eine spontane Ohnmacht gab, also eine Synkope, also Unterversorgung des Gehirns. Mhm. Ja, und das hat leider Gottes am Ende auch den Autounfall verursacht. Das okay. heißt, der Grund, warum Ihr Mann hier auf der Intensivstation liegt und warum mit dem Rettungsteam und Notarzt hier hinkam, das ist das pfeiferische Drüsenfieber. Okay. Das hätten wir aber niemals erkannt, wenn es diesen Unfall nicht gegeben hätte. Mhm. Das pfeiffersche Drüsenfieber, damit ist eigentlich unter dem 30. Lebensjahr schon fast jeder mal in Kontakt gekommen, um die 95%. Nur wir selber spüren das eigentlich gar nicht. Meistens äußert sich das in der Symptomatik eher einer Grippe oder einer Erkältungsähnlich. Das Problem ist eben nur gerade bei älteren Patienten, wenn sich dieser Virus so äußert, dass es verheerende Folgen hat, dann hat man mindestens 4 bis 5 Wochen einen sehr harten Regenerationsweg. Also, sprich, meine Tochter ist eigentlich dann über dem Berg. Und wie läuft das dann jetzt weiter bei ihm ab? Genau, wir werden ihn jetzt medikamentös behandeln. Mhm. Ich denke, in 1 bis 2 Tagen können wir ihn dann auch sicherlich extubieren. Dann wird er auch auf die Normalstation verlegt werden. Das Problem beim pfeiferischen Drüsenfieber ist natürlich, dass der Gesamtorganismus auch stark geschwächt ist. Den gilt es natürlich erstmal wieder aufzupäppeln, das heißt das ganze Immunsystem. Ich denke aber, trotz allem, und so schlimm, wie sich das jetzt gerade kristallisiert, und für Sie bricht sicherlich eine Welt zusammen, wenn Sie hören von Infektionskrankheiten, Ansteckungen, das wird alles wieder in Ordnung. Das Problem war wirklich nur, dass es aufgrund dieser Krankheit eben zu einem Unfall kam und die Begleiterscheinung des Unfalls, das heißt die verschiedenen Hämatomen, Prellungen, Verstauchungen, die er erlitten hat, zum Glück keine schwerwiegenden Brüche. Gerade im sensiblen Kopf sowie Nacken- und Wirbelsäulenbereich wird er keine Folgeschäden haben. Da bin ich erleichtert. Und Schwester Stefanie wird Ihnen das sicherlich auch bestätigen. Ein pfeiferisches Drüsenfieber, das behandeln wir hier öfter. Ja. Wenn es früh erkannt wird, verläuft es meistens wirklich sehr gut. Okay. Hier muss man wirklich noch mal betonen, dass die kleine Maria eigentlich gar kein Einhornkostüm, sondern ein Heldenkostüm verdient hätte. Denn wie sie sich alleine nach dem Verkehrsunfall in die Klinik geschleppt hat, hier wichtige Informationen dem Personal weitergegeben hat und das Ganze eigentlich sehr tapfer ertragen hat, ja, das verdient eigentlich wirklich Heldenstatus. Deshalb muss man sie sicherlich hier in diesem Fall noch mal extra loben. 2 Tage nach dem Unfall konnte der Vater aus dem künstlichen Koma geholt und auf die normale Station verlegt werden. Weitere 5 Tage später durfte er zurück nach Hause zu seiner Familie. Sowohl er als auch seine Tochter haben sich vom pfeiferschen Drüsenfieber vollständig erholt.